Waren wir hier nicht auch schon mal vor ein paar Folgen? Dieses komische Loch im Boden? Kommt mir auch irgendwie ziemlich bekannt vor, aber ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch sein, dass es ein anderes war, wo wir vor kurzem mal dran vorbeigekommen sind, aber... Man weiß es nicht. Aber die Landschaft wirkt wie ausgestorben. Hier sind irgendwie überhaupt keine Tiere. Nicht nur keine Wölfe, sondern gar nichts. Doch, da ist ein Schwein. Ne, mehrere Schweine sogar. Naja, immerhin. Tintenfische? Es muss doch hier irgendwo Wölfe geben. Da sind wieder Schweine, da sind noch mehr Schweine. Schweine, Schweine. Ey, du Schwein! Ja, du, stirb! Oh. Ach ja, das hatte ich vergessen. Tut mir leid, Schwein, ich wollte dich nicht abfackeln. So, Wölfe, wo seid ihr? Vielleicht kommen sie ja in der Nacht jetzt raus. Okay, du bist kein Wolf. Ich mag dich nicht. Geh weg. Oh, oh, was haben wir denn da? Ha. Ist das etwa eine Pyramide oder... Nee, es sieht nicht aus wie eine Pyramide, aber so eine Wüsten-Dingsbums, was auch immer. Das wäre ja mal klasse. Da ich sowas ja bis jetzt noch nie was? Achso. Creeper ist gegen den Kaktus gelaufen. Idiot. Stirb. Ja, komm doch her. Komm, komm. Ach scheiße, ich dachte, er fackelt jetzt ab. Aber natürlich nicht. Okay, das ist natürlich cool. Wir haben zwar jetzt keine Wölfe gefunden. Aber... Ja, hier so ein Dingsteil, was auch immer. Wo ist denn hier der Eingang? Hier oder auf der anderen Seite? Ist das jetzt eigentlich Sand? Uah! Geh weg. War das jetzt die Mumie, die da im Inneren eigentlich begraben sein sollte? Oh, was haben wir da? Licht? Wieso ist denn da Licht? Der hat wieder was Komisches mit seinen Augen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. So, ihr geht jetzt erstmal weg hier. Uah. Oh, habe ich mich erschrocken. Wieso ist der denn jetzt explodiert? Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn das ist, was ich denke, dann ist da oben ein Spawner, wo wir irgendwann schon mal... waren und die Kisten geleert haben und so. Das heißt, wir sind da lang gelaufen und sind an diesem Teil hier einfach mal vorbeigelaufen. Wahrscheinlich war das gerade außer Sichtweite. Schade eigentlich. Ja, ich habe Angst. Ich habe auch nicht zufällig irgendwie gerade Wolle oder sowas dabei, nehme ich an. Müsste ich mal eben gucken. So, geht weg, lass mich in Ruhe. Ihr auch. Ja. Naja, okay, immerhin ist der Zombie tot. Okay, Wolle. Nein, habe ich nicht mit. Habe ich natürlich gerade weggelegt. Weil ich so schlau bin. Na gut. Das heißt, wir müssen uns dann wohl unseren Weg freikämpfen. Was nicht so einfach sein dürfte, weil hier alles voll steht. Ja, ja, Hilfe, 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 ich laufe einfach mal durch. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Oh oh, geh weg. Geh weg, Hilfe, Hilfe. Ach du Scheiße. Ja, Creeper. Ja. Okay, jetzt bin ich hier irgendwo. Ach du Scheiße, 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 Creeper. Okay. Zombie. Creeper. Ja. Alter, geh weg. Scheiße, Mann. Ha. Meine Fresse. Ja, okay, die Pyramide ist jetzt erstmal ziemlich im Arsch hier, weil alles einfach in die Luft geflogen ist. Na super. Gut, hier können wir... Nein. Au. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Toll. Ja, natürlich. Ein Creeper.
Die alten Ägypter haben merkwürdige Grabwächter. Geh weg. Stirb. So. Ich würde sagen, jetzt ziehe ich mir erstmal hier. Hier ist alles sicher, ja. Ziehe ich mir erstmal ein Schnitzel rein. Achso, Moment. Ich habe ja noch gar keinen Hunger. Ich habe gerade die Anzeige unten verwechselt. Was ist das hier eigentlich? Wolle? Okay. Ich würde sagen, wenn wir... Ist hier alles sicher? Ja, wenn wir schon mal hier sind... Ich schmeiß mal die Eier weg. Dann nehmen wir doch mal den ganzen Sandstein hier mit. Ich höre hier doch schon wieder, genau. Komm her. Stirb! So. Gut, nehmen wir hier den ganzen Sandstein einfach mal mit. Wenn wir schon... Alter, was ist denn hier los? Alles im Arsch hier. Na gut. Ja, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir doch einfach den ganzen Sandstein mal mit. Denn... Framerate. Da ist schon wieder ein Creeper. Der Pharao wird es nicht mehr brauchen, denn der ist ja schon lange tot. Ja, komm her. Komm. Geh weg. Stirb. Gut. Ja, dann baue ich das direkt mal eben alles ab. Oder zumindest ein Teil. Wir können sowieso nicht alles mitnehmen. Und ich frage mich auch gerade, wie weit geht das denn noch in die Tiefe runter? Der Creeper hat da unten ja eben ein bisschen was weggesprengt und da war ja bis unten hin dann auch noch Sandstein. Ich kann ja mal eben hier buddeln. Hier ist noch Sandstein, da ist noch Sandstein. Das geht scheinbar ganz schön... Wie tief geht denn das? Ach, bis hier. Okay, oder ist hier noch irgendwie eine geheime... Geht's noch weiter? Ist hier noch eine... geheime... Schatzkammer? Ich mache euch mal eben ein bisschen Licht. Vielleicht da. Gut, das sieht aber nicht aus nach einer geheimen Schatzkammer, sondern... Achso, das ist Sand. Sondern einfach wie ein kleiner Tümpel. Ich frage mich jetzt aber gerade, ist das so gewollt, dass hier so ein Tümpel drunter ist, oder ist der einfach zufällig hier generiert worden? Oh, wo sind wir hier? Oh. Oh. Okay, so viel zur geheimen Schatzkammer. Und das ist natürlich schön. Gucken wir doch mal. Was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Alter. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet, ganz ehrlich. Okay, das war fies. Alter, scheiße. Unsere beiden... Fuck. Unsere beiden Spitzhacken aus Diamant und keine Ahnung, was ich alles dabei hatte. Ey, das ist ja richtig fies. Aber irgendwie war es auch witzig. Aber scheiße, Mann. Und ich werde nie wieder hinfinden. Ich muss da ja jetzt irgendwie in 5 Minuten hinkommen, ey. Kacke. Okay. Eisen. Ich brauche Eisen. Wo ist Eisen? Da ist Eisen. Holz. Holz. Ich brauche... Scheiße, wir haben auch kein Holz. Ich gehe erstmal pennen. Ja, ich fiel der Schwerkraft zum Opfer. Wo bin ich denn überhaupt da runtergefallen? Wie tief ist denn das da noch runtergegangen? Oh nein, ey, ich habe kein Holz mit dabei, das darf nicht wahr sein. Und wahrscheinlich ist hier... Ja, hier ist alles voll mit Monstern. Na geil. Ja, zumindest ist das da hinten jetzt irgendwo in einem Chunk, der nicht aktiv ist. Das heißt, die Sachen bleiben erstmal liegen, aber... Ey, kacke, Mann. Ich muss jetzt mir mal eben ganz dringend ein bisschen Holz holen. Und dann... Müssen wir mal zusehen, dass wir da wieder hinkommen. Ich werde mir jetzt, glaube ich, auch nur... Obwohl... Vielleicht sollte ich mir doch lieber alle Werkzeuge machen. Wer weiß, was ich unterwegs brauche. Aber... Ja, ich weiß auch nicht. Da war ja auch TNT. Ist jetzt von dem TNT vielleicht auch was von unserer Ausrüstung einfach mal kaputt gesprengt worden. Das wäre natürlich richtig mies, wenn jetzt einfach unsere Spitzhacke kaputt gegangen ist dabei. So... Holz.
Brauche ich Fackeln? Ich weiß auch nicht. Ich mache erstmal so, so. Ein Eisenschwert. Noch ein Schwert. Ja, komm, machen wir auch hier. Zwei Spitzhacken, eine Schaufel. Vielleicht auch gleich zwei Schaufeln und eine Axt auch nochmal eben. Und dann so, 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 so. Haben wir einen Helm? So, 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 so. Haben wir eine Hose? So, 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 so. Haben wir einen Brustpanzer? Und wie ist denn... Was fehlt uns denn noch? Achso. So, so, so. Und die kommen weg. Haben wir Stiefel. Gut. Und das hier alles mal wieder anziehen. Achso, Kompass. Wir haben ja glücklicherweise noch einen. Und dann würde ich sagen, machen wir es jetzt mal ganz schnell auf den Weg. Ah, Moment. Was zu essen. Habe ich wahrscheinlich nicht. Gammelfleisch, Gammelfleisch. Knochenmehl. Klasse, ich habe nichts zu essen. Das ist leider jetzt alles im Arsch. Nein, ich habe... Okay, ich habe echt nichts zu essen hier. Das heißt, wir gehen nochmal eben schnell auf unser Feld, nehmen einfach mal ein paar Melonen mit. So. Das muss uns dann als Notnahrung erstmal reichen. Aber echt so eine Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich habe das irgendwann ja mal durchgelesen im Changelog über diese Pyramiden und so, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas von wegen Fallen und sowas stand. Und dann gleich sowas Fieses, wo man einfach mal drauf geht, das ist ja richtig mies. So, 40 Melonen, die müssen reichen. Und jetzt heißt es, den richtigen Weg wiederfinden. Ich weiß nicht, ob das so einfach wird. Wie sind wir... Ja. Wie sind wir denn gelaufen? Durch den Dschungel? Eine ganze Strecke durch den Dschungel und dann waren wir einmal in der Wüste. Boah, Hauptsache ich finde das nochmal wieder. Jetzt fände ich es ja gut, wenn ich den Zombie-Mod drin hätte und schneller laufen könnte. Aber da müssen wir jetzt leider drauf verzichten. Und ich glaube, die halbe Stunde, die ich eigentlich aufnehmen wollte, habe ich jetzt auch schon wieder voll, aber... Ja, das kann ich jetzt ja nicht so lassen bei dieser Situation. Da muss ich jetzt ja unbedingt nochmal wieder hin.